Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen hier zur schaurig schönsten Zeit auf meinem YouTube-Kanal. In der nächsten Zeit, beziehungsweise im nächsten Monat, werden wir uns hier über allerhand Horrorgeschichten unterhalten. Ich habe einiges für euch vorbereitet. Wir bleiben natürlich hierbei im Bereich Kaiju und auch Dinosaurier, verfrachten das Ganze allerdings in schöne, gruselige und zum Teil auch etwas brutale Abenteuer. Deswegen sei auf jeden Fall gewappnet, hol dir vielleicht ein bisschen Nervennahrung und wir starten jetzt hier mit dem allerersten Horrorvideo mit dem Titel Zombiesaurus. Viel Spaß! Ja, wisst ihr, ich bin der Meinung, Friedhöfe sind so eine Sache. Irgendwie äußerst paradox. Auf der einen Seite können sie Menschen dabei helfen, Verlust zu verarbeiten, besser mit dem Tod umzugehen und auch Abschied von ihren Freunden oder Verwandten zu nehmen. Auf der anderen Seite aber sind uns doch allen gemeinsam Friedhöfe sehr suspekt. Gerade um die Halloween-Zeit hin bekommen sie immer wieder sehr stark Aufmerksamkeit von Menschen, die hier den gewissen Kick suchen. Und hier und da geraten genau diese Adrenalin-Junkies dann an ihre Grenzen. Berichten von übernatürlichen Geschehnissen, von Dingen, die ihnen später keiner mehr glaubt. Ähnlich geht es auch dem jungen Theo in unserer heutigen Geschichte. Theo sucht den Nervenkitzel wie so viele von uns, will dabei aber nicht auf die Zeit des Halloween warten. Nein, er entscheidet sich dazu, bereits zuvor einen Friedhof zu besuchen, der komplett verlassen zu sein scheint. Was Theo allerdings nicht bedacht hat, ist, dass er hier nicht der einzige Besucher ist. Er teilt seinen Platz zwischen den Grabsteinen und Gruften mit einer Kreatur, die es so eigentlich längst nicht mehr geben sollte. Zombiesaurus. Sicher habt ihr es in den Nachrichten gehört. Doch nichts kann euch auf das vorbereiten, was wir tatsächlich entdeckt haben. Stellt euch vor, dichter, wogender Nebel hüllt einen uralten Friedhof ein. Die Luft ist erfüllt von Stille, durchbrochen nur vom Knarren alter, verwundener Bäume. Plötzlich durchdringen zwei glühende Augen die Dunkelheit. Mit rasendem Herzen kneift ihr die Augen zusammen, während die Umrisse eines riesigen Dinosauriers aus dem Nebel auftauchen. Seine Haut schimmert mit einem unheimlichen Licht und taucht die Grabsteine in der Umgebung in ein gespenstisches Leuchten. Jeder einzelne seiner Tritte hallt durch den Boden und lässt euch einen Schauer über den Rücken laufen. Dies ist nicht irgendeine Nacht und dies ist auch nicht irgendein Friedhof. Was ihr hier erlebt, ist ein Moment, in dem Vergangenheit und Paranormales aufeinanderprallen. Auf diesem Friedhof sind die Toten nicht die einzigen, die man fürchten muss. Ächzend öffnen sich die schmiedeeisernen Tore. Eine Symphonie des Rosts. Theo zögerte. Ein Schauer lief ihm über den Rücken, trotz seiner dicken Jacke. Die Nachtluft hing schwer und dicht, erfüllt von Nebel und dem Geruch feuchter Erde. Eine perfekte Nacht für einen Friedhofsbesuch. Wer braucht schon Halloween, um sich diesen Kick abzuholen? Bei dem Gedanken musste Theo nervös lächeln. Er holte tief Luft und trat ein. Der Friedhof türmte sich vor ihm auf und wirkte wie ein Meer schiefer Grabsteine, das im wirbelnden Nebel verschwand. Schatten tanzten um seine Füße herum, geworfen vom fahlen Licht des Fastvollmondes. Jedes Rascheln der Blätter, jedes Knarzen eines Astes ließ ihn zusammenzucken. Es war das erste Mal, dass er nachts alleine auf dem Friedhof war. Es fühlte sich anders an, lebendig oder vielleicht war untot das bessere Wort. Er sollte nicht hier sein, nicht nachts. Aber die Legenden hatten an ihm genagt, ihn herausgefordert zu kommen. Die Legenden vom Zombie-Dinosaurier, dem Zombiesaurus. Lächerlich, oder? Ein ausgestelltes Dinosaurier-Skelett im örtlichen Museum war verschwunden, gestohlen. Und dann begannen die Gerüchte. Leute behaupteten, es gesehen zu haben.
sich bewegend, lebendig. Theo hatte zuerst gelacht. Ein Zombie-Dinosaurier, bitte. Aber die Geschichten hielten an. Sie wurden häufiger, detaillierter. Leuchtende rote Augen, der Gestank von Verwesung. Ein schreckliches Gebrüll, das den Boden erzittern ließ. Er versuchte sie zu ignorieren, aber die Geschichten schlichen sich in seine Träume, verfolgten ihn, forderten ihn heraus, sie zu widerlegen. Und jetzt war er hier. Die Luft wurde kälter, als Theo tiefer in den Friedhof vordrang. Er zog seine Jacke enger um sich und versuchte, das Gefühl zu ignorieren, beobachtet zu werden. Jeder Instinkt schrie ihn an, umzukehren, nach Hause zu rennen, aber etwas trieb ihn vorwärts. Das Bedürfnis, die Wahrheit zu erfahren. In der Ferne brach ein Zweig. Theo erstarrte. Sein Herz hämmerte in seiner Brust. Er lauschte angestrengt, alle seine Sinne auf Alarmbereitschaft. Und dann? Dann hörte er es. Ein tiefes, gurgelndes Knurren, das aus der Erde selbst zu kommen schien. Blanke Angst schnürte Theo die Kehle zu und sein Atem stockte. Er war wie erstarrt. Sein Verstand kämpfte dagegen an, das unmögliche Geräusch zu rationalisieren. War es echt? Oder spielte ihm nur sein Verstand einen Streich? Entsprang dieses Geräusch lediglich seiner Träume, die genährt waren von Gerüchten und Erzählungen über einen untoten Dinosaurier? Dann sah er es. Aus dem Nebel heraus tauchte eine massige Silhouette vor dem bleichen Mondlicht auf. Der Zombie-Saurus. Er war noch viel schrecklicher, als er es sich vorgestellt hatte. Die Kreatur war ein furchterregender Spott auf das Leben. Sein Skelett lag größtenteils frei und Fetzen seines verwesenden Fleisches klebten an seinen Knochen wie grausige Spinnenweben. Seine Zähne, vergilbt und scharf, lagen in einem stummen Knurren frei. Und seine Augen brannten in einem bösartigen roten Licht, durchdrangen den Nebel und hefteten sich auf Theo wie ein Raubtier, das seine Beute fixierte. Es war der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind. Theo zögerte nicht, er drehte sich um und rannte. Adrenalin durchströmte ihn und überdeckte den Terror, der ihn zu lähmen drohte. Hinter sich konnte er das schwere Donnern seiner Schritte hören, die Schritte des Zombie-Dinosauriers, die mit jedem einzelnen Wumms näher kamen. Der faulige Atem der Kreatur schien seinen Nacken zu verbrennen. Der Boden vibrierte von der Kraft des Dinosauriers, jeder Schritt sandte Erschütterung durch Theos Beine. Dieser riskierte einen Blick über seine Schulter. Der Zombie-T-Rex holte rasch auf. Seine massigen Beine trieben ihn mit erschreckender Geschwindigkeit voran. Und dann, vor sich, durch den wirbelnden Nebel entdeckte Theo es. Ein Mausoleum, größer und kunstvoller als alle anderen auf diesem Friedhof. Es schien eine fast greifbare Aura der Macht auszuströmen und eine Idee blitzte in Theos Kopf auf. Eine verzweifelte Hoffnung, nicht mehr. Er steuerte darauf zu, am Ende seiner Kraft. Seine Lungen brannten, seine Beine schrien nach Ruhe. Am Mausoleum angekommen, kletterte er die Stufen hinauf. Seine Hand umklammerte den kalten Stein des Eingangs. Er presste sich gegen die massive Tür und suchte Schutz, wo immer er ihn finden konnte. Er konnte nur hoffen, dass die Macht, die dieser Ort ausstrahlte, ausreichen würde, um ihn zu schützen. Zu schützen vor der Gefahr, die da draußen auf ihn lauerte. Zu schützen vor dem untoten Ungetüm. Die Befürchtung, dass es eben jene Macht sein könnte, die diesen Dinosaurier zum Leben erweckt hatte, blendete Theo einfach aus, denn sie würde ihm das letzte bisschen an Hoffnung rauben, die er noch hatte. Der Zombie-Dinosaurier brüllte laut, ein Geräusch, das über den Friedhof hallte und von den alten Steinen und Gräbern abprallte. Das leblose Tier warf seinen massigen Körper gegen die Stufen und erschütterte die Grundfesten des Mausoleums. Theo wich zurück. Seine Augen huschten über die Oberfläche der Mausoleumstür. Da sah er sie. Runen. Uralte Symbole, die in den Stein geätzt waren, im schwachen Licht kaum sichtbar. Während er sie ansah, begannen sie zu glühen und pulsierten in einem ätherischen Licht. Der Zombie-Dinosaurier schreckte zurück. Sein ohrenbetäubendes Gebrüll verwandelte sich in einen qualvollen Schrei. Er schlug um sich und wandte sich. Eine unsichtbare Kraft hielt ihn vom Mausoleum fern. Die Runen leuchteten heller und tauchten den Friedhof in ihr unheimliches Licht. Die Gegenwehr des Zombie-Dinosauriers verstärkte sich. Sein Gebrüll hallte in der Nacht wieder. Dann, so schnell wie es begonnen hatte,
war es vorbei. Das Funkeln der Runen klang langsam wieder ab, ihr Licht verblasste zurück in den Stein. Der monströse Tyrannosaurus war verschwunden, zurück im Nebel, als wäre er nie da gewesen. Stille senkte sich wieder herab, schwer und absolut. Theo lag zusammengesunken an der Tür des Mausoleums, seine Brust hob und senkte sich. Sein ganzer Körper zitterte von dem Adrenalin, das jetzt langsam nachließ. Er hatte überlebt, doch die Erfahrung hinterließ unauslöschliche Spuren in ihm. Fragen pochten in seinem Kopf hervor, die sich mit dem Erlebten verbanden. Die Legenden waren wahr. Er hatte es mit eigenen Augen gesehen. Der Zombie-Dinosaurier war echt. Theo rappelte sich langsam wieder auf und verschwendete keine Sekunde mehr. Er rannte vom Mausoleum weg, vom Friedhof weg. Jeder seiner Instinkte schrie ihn an, so weit wie möglich von diesem Ort wegzukommen. Er blickte nicht zurück. Er stürmte durch das Friedhofstor, das Metall ächzte, protestierend, als wolle ihn der Friedhof selbst gefangen halten. Die Runen auf dem großen Tor nahm er nicht wahr. Ein Tunnelblick hatte sich in seinem Kopf geformt, der ihm nur den Weg nach draußen zeigte. Theo hörte nicht auf zu rennen, bis er den vertrauten Schein der Straßenlaterne vor seinem Haus erreichte. Und selbst dann blickte er immer wieder panisch über die Schulter. Halb erwartete er, dass die monströse Silhouette des Zombie-Dinosauriers aus den Schatten der Straße auftauchen würde. Er wusste mit einer absoluten Gewissheit, die ihn bis ins Mark fröstelte, dass er nie wirklich frei sein würde von dem Schrecken, den er in dieser Nacht erlebt hatte. Die Legende vom Zombie-Dinosaurier ist wahr und sie würde ihn für immer in seinen Träumen verfolgen. Und er wusste mit einem flauen Gefühl im Magen, dass dies erst der Anfang sein würde. In jener Nacht verschwand ein weiteres Skelett aus dem Museum. Na ihr Lieben, habt ihr es überstanden? Für heute sind wir erstmal durch mit den Horrorgeschichten, aber es geht schon sehr bald hier weiter auf dem Kanal mit weiteren von mir selbst geschriebenen Kurzgeschichten zum Thema Horror, Halloween und eben Dinosaurier. Wenn du allerdings Interesse daran hast, auch mal Horrorgeschichten abseits von Kaiju und Dinosauriern von mir selbst zu lesen, dann habe ich dir mal einen Link unten in die Beschreibung reingesetzt. Das hier ist mein allererstes Horror, Halloween Kurzgeschichtenbuch. Das bekommst du bei Amazon, Thalia, Weltbild und überall sonst. Das Buch ist gespickt mit 10 schaurig schönen Horrorgeschichten. Schau da gerne mal rein, wenn du Interesse daran hast. Und lass mir doch eine Bewertung auf Amazon oder Weltbild oder Thalia da, wo auch immer du das Buch gekauft hast. In diesem Sinne, ihr Lieben, würde ich sagen, sehen wir uns dann zum nächsten Horrorvideo wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.